Herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge von Baldur's Gate 2. Gut, ja, so wie es aussieht, sind wir noch nicht ganz draußen. Mal gucken, was uns hier noch erwartet. Ich hoffe, das bringt was. Vielleicht erstmal hier rüber. Ja, und noch haben wir halt auch Odi noch nicht gestellt. Von daher. Ja, schön. Okay, die sind beide Wie kann ich verschlossen. helfen? Weißt du was? Wer hat jetzt den Ring der Dietriche? Du, ne? Ja. Verstanden. Jawohl. Okay, das geht dann nicht auf. Ja, ich kümmere mich drum. So, was haben wir hier? Ihr Wie könnt das rufen Rad, alle samt Helden, ihr das wie ein Hufeisen Odi, geformtes Drehen. Hamster und Waldläufer auf der ganzen Welt, Ihr dreht das frohlocket! Rad mit aller Kraft. Von Westen her dringt ein lautes Krachen an, Knirschen an eure Ohren. Das Ganze klingt, als hätte sich gerade eine Tür geöffnet. Ah ja, das hat sich gerade geöffnet. Schön. Oh. Trolle, alles Sag klar. mir, was zu tun ist. Wir haben schon Ich warte. gewechselt. Dann gib ihm. So. Einer weg. Verflixt. Für die Gefallenen. Das macht Dankeschön. Spaß. Die Rache ist mein. Ja, vielleicht sollst du auch mal wieder auf die Feuerpfeile dann jetzt gerade gehen. Wo wir jetzt noch ein paar Trolle haben. Ihr müsst stärker ausholen, Mensch! Ausholen! Ist schon geschehen. Ja. Und Geistertroll. Meine Klinge wird euch schon zurechtstutzen. Gerechtigkeit. Nächstes Mal. Nächstes Mal. So, ja, du hast doch ein bisschen länger durchgehalten, als ich dachte. Eine Vitrilscheibe. Gut, Pfeile und Bresche. Ja, schneller als Chick-Ticker, schnell kratze. Dann, oh, sogar plus zwei Pfeile. Cool. Das kann niemand nutzen, wie mir scheint. Also kommt's zum Verkaufen rein. So. Ich wechsle mal gerade auf den Verletzungspfeil hier. Und einmal kurz nachlegen. Ja. Ich bin dabei. Sehr gut. Das wäre dann das. Dann. So, was ist eigentlich mit dieser Mithril-Scheibe? Ah, da haben wir sogar zwei schon von. Wofür so benutzt ist. Ja, gut. Wahrscheinlich auch wieder irgendein Rätsel. Ob die Hand überhaupt noch brauchen. Aber wenn ich irgendwo einen nimmervollen Beutel gefunden. Du hast den, ne? Ja.
können wir das ja schon mal reinpacken. Sehr cool. Minotaurus, okay. Jetzt mal Hand hoch. Einige Minotauren. Wer möchte als erster sterben? Ja, passt aber. Machen wir es kurz und schmerzhaft. Kratz ihnen die Augen. Sag mir, was zu tun ist. Machen wir es kurz und schmerzhaft. So, sehr schön. Die Natur könnte selbst hier Einzug finden, wenn der Ort nur gereinigt und das Gleichgewicht zurückgebracht würde. Okay, schön. Ja, es hat gesessen. Was haben wir hier drin? Ah, noch mehr Scheiben. Sonnenfeuer, das bringt dir sogar was. So. Oh. Ein paar plus zwei Bolzen. Ja, passt ja. Ich warte. Macht jetzt erstmal keinen großen Unterschied. Was haben wir denn hier? Ein Lootraum, wie mir scheint. Okay. Minotaurus Horn, Widerscheiben, Gedankenschild, Gemälde. Und Bolzen. Okay. So, da können wir auch noch was schnappen. Das Ölgemälde stellt einen Gedankenschinder dar. Der Künstler war wohl ein unbegabter Amateur. So schlecht finde ich es jetzt eigentlich nicht. Genau, die kannst du dann mal identifizieren. Was wiegen die Dinger eigentlich? Nichts. Okay, gut. Nehmen halt nur einen Platz im Inventar weg. Ich glaube, den brauchen wir ja auch nicht mehr. So, plus eins ein Gewitterbolzen. Ja. Ist okay soweit. Gut, dann, was haben wir da noch drin? Die Statue hält in der Hand ein Ölgemälde, ganz so, als ob sie es euch anbieten würde. Die andere Hand ist warnend erhoben. Ihr könnt das Gemälde nehmen, wenn ihr wünscht. Gespeichert habe ich ja. Okay. Ein Trollgemälde. Und das one-shot mich halt einfach mal. Kriege ich jetzt vielleicht mal was Anständiges zu metzeln? Ich hoffe, das bringt was. Ihr zeigt mir, wo immer Minsk auch hingeht, macht das Böse einen Schritt zur Seite. Ist es bei den anderen auch so? Du hast es gegen Schreitungshof geschafft. Sehr gut. Okay. Ja, du bist halt ein bisschen überladen. Ah, das sind aber alles Monsterzeichnungen. Stellt ein Troll da. Gut, packe ich dann auch mal tatsächlich gerade weg. Erdkoloss. Kriegst du mal den Gedankenschinder noch? So, dann können wir dich, glaube ich, gleich nochmal eine Runde heilen.
Beziehungsweise wir rasten halt einfach mal eine Runde. Wenn es da drin mal aufhört zu brennen. Na, komm, komm, komm. Na, endlich. So. Andererseits, wir können ja erstmal gucken, was da noch ist. Die Natur könnte selbst hier Einzug finden, wenn der Ort nur gereinigt und das Gleichgewicht zurückgebracht würde. So. Ah. Engine-Gemälde. Alles klar. Ja, dann will ich tatsächlich nochmal rasten. Dass hier wieder fit seid soweit. Also gerade Minsk. Haben wir da irgendwas wieder erweckt? Ich glaube, sonst war hier nichts mehr Interessantes, ne? Okay. Gut, gut. Dann hoffentlich keine Fallen. Ne, aber ein Feind. Oh, okay. Sagt mir, was zu tun ist. Die nächsten Trolle. Ich tue dir weh, wenn es sein muss. Die Rache ist mein. So, bitteschön. Ist schon geschehen. Der nächste. Was haben. Achso, da oben geht's weiter. Was haben wir da jetzt? Nur ein paar Statuen. Können wir auch nicht mit interagieren, wie mir scheint? Nein. Ah, damit können wir interagieren. Okay. Gut, Immun ist verlangsamt. Ist damit. Sonst wird entfernt. Dann geht man etwas näher. So muss einer draufstehen, okay. Ah, Minsk wird geheilt dadurch, okay. Also ist nicht alles schlecht. Schleunigt. Gut, das war jetzt nicht so sinnvoll. Also, das war, die beiden Inneren sind gut, okay. Ich schlage kein Holz. Ich bin schließlich keine Axt. Wo immer Minsk auch hingeht, macht das Böse einen Schritt zur Seite. Ich hoffe, das bringt was. Sagt mir, was zu tun ist. Gut. Hallo, Mäuslein, Mäuslein. Das Ende der Jagd steht hier und jetzt bevor. Na, sieh mal an. Komm schon, das muss doch etwas geben, mit dem ich euch besänftigen kann. Ich weiß
weiß, ich bin früh dran, aber ich konnte es nicht ertragen, euch gehen zu sehen. Ihr wart unterhaltsam, aber das Spiel ist vorbei. Ein letztes Mal sollen sich unsere Wege im Blute treffen. Okay. Ja? Dann ist ja gut, dass wir uns gerade noch mal ein bisschen festgesetzt haben. Oder halt ein bisschen gebufft haben. Stimmt, ja, den können wir jetzt sparen tatsächlich. Ich warte. Der Zaun übermannt euch und ihr fühlt euch. Er fühlt, wie ihr die Kontrolle über das verlockende Böse in euch verliert. Ihr verwandelt euch in den Schlechter. Okay. Das heißt, wir haben jetzt über dich keine Kontrolle mehr, ne? Okay. Ich glaube, dann lasse ich dich tatsächlich oder euch mal alle ein bisschen zurück. Minsk und Bo, allzeit bereit. Stürz dich in mein Schwert, solange du noch kannst. Was kann ich tun? Denn Minsk wird dir keinen solch einfachen Tod geben. Ihr könnt jetzt einfach mal ein bisschen... Unterstützung schicken. Mal gucken. Hat mal seinen großen Tag. Okay. Das eine gerade aus Versehen übersprungen. Tut mir leid. Was? Achso, was ist das? Ein Geschöpf aus reinem Tod und Dunkel im Schatten? Kind des Baal, was ist aus euch geworden? Tja. Ja, ich glaube, Bodhi kriegen wir ziemlich weg. Ah, nee, sie hat sich verzogen. Die Vampire auch. Bewaffnet, Verstand geschärft, bereit im Schwert zu leben heißt. Wir verziehen uns mal, ne? Machen wir es kurz und schmerzhaft. Husch. Okay, das könnte jetzt halt ein Problem sein. Autsch. Ja. Ah, wir haben es überstanden. Leere, wo einst die Seele von mörderischer Raserei übermannt wurde. Das Zeichen einer Gottheit, die nicht mehr existiert. Es war sinnlos und schrecklich anzuschauen. Die Wirkung des Gifts, das Baal euch verabreichte, ist bei euch eine andere als bei Imoen, weil es mit eurer Willenskraft eine Verbindung eingegangen ist. Ihr werdet euch schließlich selbst verlieren, wenn es euch nicht gelingt, eure gestohlene Seele wiederherzustellen. Ein Schicksal, so sagt man, das schlimmer sei als der Tod. Noch dazu eins, dass euren Gefährten nicht verborgen geblieben ist. Geht es euch gut? Ich habe so etwas noch nie gesehen. Peacemaker, das war der Schlechter. Das ist eine der Avatarformen Baals. Ihr wurdet der Schlechter? Ich konnte nichts dafür, es ist einfach passiert. Wodurch könnte das verursacht worden sein? Ich weiß nicht, aber ich habe schon früher mal die Beschreibung eines Schlechters gelesen. Er erschien, als die Göttin in der Zeit der Sorge gezwungen wurde, auf Toril zu wandeln. Peacemaker, wir müssen unsere Seelen von Bodhi und Irenicus zurückholen. Ihr wurdet seelenlos zurückgelassen und das wirkt bei euch anders als bei mir. Mhm. Okay. Gut, dann rasten wir mal schnell. Na komm, so verstreut ist die jetzt ja nicht. Ein stinkendes Loch des Bösen. Bedeckt geht doch. Nase, wir werden keine Spalte unerforscht lassen.
Plötzlich wacht ihr auf mit einem Dröhnen in den Ohren. Ein schlechter Schmerz durchzieht euren Körper und ihr fühlt euren Verstand langsam schwinden, verdrängt durch die Dunkelheit im Inneren. Geht es euch gut? Ich mache mir langsam große Sorgen um euch. Es würde mir gar nicht gefallen, euch an diesen Ort des Bösen zu verlieren. Na, okay. Okay, ich darf dann also wohl nicht rasten, wie es aussieht. Okay, Jaira, an eurer Stelle würde ich weglaufen. Ich denke, es geschieht erneut. Peacemaker? Eure Lippen bewegen sich, aber ich kann nichts hören. Peacemaker? Peacemaker! Wo sagt, ja bitte, tretet zur Seite. Hier kommt die Gerechtigkeit. Ah, ja. Was hat ein Sprung geschafft mitgenommen? Ja. Waffe unbrauchbar? Okay. Ihr müsst mir rasch helfen. Wo ist noch zu jung, um mich zu rächen? Boah, das hat aber gerade so gereicht. Meine Güte. Sagt mir, was zu tun ist. So, passiert das jetzt nochmal? War jetzt zum Glück nicht so lange. Der Wahnsinn verschwindet und die Essenz im Inneren zieht sich zurück. Aber wenn das so weitergeht, werdet ihr nicht nur euch selbst, sondern alles andere verlieren, was euch lieb und teuer ist. Ihr hättet mich getötet, wenn ich es zugelassen hätte. Ihr hättet mich hier zum Sterben zurückgelassen. Ich fürchte, dass es nicht zum letzten Mal passiert ist. Ich kann es nicht kontrollieren. Ich bin mir nicht sicher, ob ihr versuchen solltet, es zu kontrollieren. Wir müssen euch davon loslösen, statt es zu akzeptieren. Wir werden weitermachen, trotz der Gefahr. Ja. So. Diesmal scheint nichts zu passieren. Gut. Ja, alles klar. So. Wir da? Oder können wir irgendwie mit interagieren? Der Stolz fiel in ihre Höhe. Ah, na, ah ja. Dann, genau, eins haben wir. Das andere hast du, glaube ich, einstecken. Nee, du hast nur die Dings. Okay, wir brauchen noch ein zweites Horn. Alles klar. Dann, ja, würde ich fast mal sagen, schauen wir da unten mal nach. Okay. Ein paar Minotauren. Sagt mir, was zu tun ist. Stirb, Kreatur, und nähre die Ehre. Ja? Werde ich gebraucht? So, ja, du kannst doch bitte sehen, du bist bei den Waffen bleiben hier. Bei den Feuerpfeilen. Ich warte. Die Natur nimmt das Leben, das sie gab für die Gefallenen. Der Gerechtigkeit. Schadet ja nicht, würde ich sagen. Kriegen wir jetzt hier das zweite Horn? Wahrscheinlich, ne? Naja, sehr gut. Mehr Mithril. Und für euch noch Zeug zum Identifizieren. Schneller als Chick-Ticker, Schnellpratze. So, ja. Bringt euch ja allen was.
Säure wäre auch nicht schlecht, sehe ich gerade. Schön. Ja, wenn es denn sein muss. So, dann dürfen wir jetzt aber das anbringen. Cool. Sehr schön. Jaira und Peacemaker dürfen aufsteigen. Hier wäre offen, aber... Ja, ich schätze mal, ich gucke mich erstmal noch fertig hier um. Aber erstmal Level up. So. Ach, hier steige ich tatsächlich auch nochmal auf jetzt bei den anderen Stufen. Naja. Ja, da haben wir erstmal nix. Etwas mehr XP. Ich bin bereit. So, du hast, glaube ich, jetzt keine neuen Zauber gekriegt, ne? Zauberslots meine ich. Nee. Sagt mir, was zu tun ist. Okay. Gute Idee, das mir zu übertragen. Dann schauen wir weiter. Hallo, Minotaurus. Machen wir es kurz und schmerzhaft. Das sollte nicht sein. Okay, noch mehr. Ah, warte mal. Können wir aus dem Mithrims nachher einen Kettenhemdtuch machen? Fällt mir jetzt nämlich gerade mal so ein. Ich glaube, wie gesagt, die Plus 1 gucken, werde ich bei Gelegenheit mal verkaufen. Das wäre eher was für dich. Ich werde es tun. Kettenblitz hat auch schon jeder, so wie es aussieht. So, und die dann mal zum Loswerden. Ich warte, komm der Rede wert. Gut, die nächsten. Oh. Ja, unschön. Ja, das ist Unterstützung. Wurde aber auch Zeit. Ihr zeigt mir woher und ich schlage zu. Oh, halt doch mal stehen. Ja? Lasst mich bitte okay, helfen. Okay. Sag mir, was zu tun ist. So. Das sollte nicht sein. Sehr schön. Ich hoffe, das bringt was. Ah, dann ist hier aber sonst nichts mehr, ne? Okay. Ich warte. Gut. Dann gehen wir da oben mal rum.
Gucken, wo das jetzt hinführt. So, aber ich sehe gerade, die Folge ist auch schon wieder vorbei. Ich bedanke mich fürs Zuschauen, auf jeden Fall Spaß. Bleibt beim nächsten Mal wieder mit dabei. Bis dahin, macht's gut und ciao, ciao.